Für die Nominierung und für das Vertrauen, was Sie mit uns gesetzt haben. Danke auch an die HG für die gute Zusammenarbeit und danke an den Veranstalter hier in Berlin. Wir haben hier ein traumhaftes Stadion. Jetzt möchte ich Ihnen die Jugendklasse Grün vorstellen. 2017 wurden 155 Tiere gemeldet. Aber die Leute sind ein bisschen nachher, wenn die Hunde zum Beispiel die Hunde besser sehen. Wurden 155 Hunde gemeldet. Davon habe ich am Freitag 101 Hunde standgemustert. So interessant sind wir hier. 92 Hunde wurden, jetzt 8 Hunde wurden natürlich zurückgezogen. Und bis jetzt ist einer ungenügend. Vielleicht liegt er jetzt am Zellen vor. Ja, es hat sich schon früh in der Saison abgezeichnet, dass das so ein hervorragender Jahrgang wird mit einer sehr guten Spitze. Es haben sich gleich mehrere Favoriten angeboten. Hier möchte ich den Züchtern im In- und Ausland meinen Dank aussprechen, dass sie solche hervorragenden Hunde gezüchtet haben. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Im besten Weg war die Qualität absolut hoch. Für die Top 30 gibt es noch besondere Kriterien, wie zum Beispiel Größe, AD und ED, da wir noch einmal fast normal sein. Sie sollten mindestens dreimal ausgestellt sein. Diese Kriterien haben wir bei den Top 30 zu 100% umgesetzt. Die absolute Spitze ist sehr einheitlich. Ausdrucksstark von standardgerechter Größe, anatomisch absolut von hoher Qualität. Nicht wichtig war mir, dass junge Hunde, die 19, 20 Monate, 21 Monate alt sind, eine Epirose oder eine Körung haben müssen. Wichtig war mir aber, dass die absolute Spitze Hunde, dass ich die Hunde live im Stundenzug sehen konnte, mich von ihren mentalen Eigenschaften, von der Belastbarkeit, dem Sozialverhalten und dem Spieltrieb auch live überzeugen konnte. Ich kann Ihnen versichern, es gab bei der Spitze keinerlei Ausfälle und das bestätigt auch nochmal, wie gut unsere Rasse doch letztendlich ist. Dann im nächsten Jahr auch den Sprung in die Gebrauchshundeklasse schaffen können. Asap ist ein Rüde aus amerikanischer Zucht. Ich habe jetzt bewusst darauf verzichtet, Ihnen detaillierte Berichte vorzulesen. Ich möchte so ein bisschen was zum Allgemeinen sagen. Asap ist ein Rüde aus amerikanischer Zucht. Er ist 4-4 in gezüchtet auf akupunktierter Land. Bei 10 Messungen in Frankengold ist Asap blutlich bestens abgesichert. Asap wurde 10-mal unter 8 verschiedenen Richtern in diesem Jahr ausgestellt und ist der ungeschlagene Favorit. Bei mir konnte er 2 Landesgruppenzucht schon gewinnen, darunter die größte und stärkste Klasse in diesem Jahr. Seine hohe anatomische Qualität, verbunden mit seinem robusten Wesen, macht Asap zum absolut würdigen Sieger. Für mich ist Asap eine Ausnahmeerscheinung. Asap ist im Besitz der IPO1 der Körung und ich wünsche mir, dass Asap der deutschen Zucht lange erhalten bleibt. Der Vize-Sieger ist die Katalognummer 3117, der Nero vom Gattes. Nero ist auf Frankengold, er wurde 7-mal ausgestellt, hat eine Durchschnittsgröße von 64,8. Sein Vater Gerry stellte gestern die größte und beste Nachkommengruppe. Über seine Mutter, Isabella, ist eine frohe Reittochter, ist der bestens abgesichert. Er hat 2 Landesgruppenzucht schon bei mir gewinnen können. Auch er ist von absolut standardgerechter Größe, Kraft und gehaltvoll, besonders harmonisch aufgebaut, lobenswert, kräftiger, markanter, gut geformter Kopf. Nero ist einer der Jüngsten dieser Klasse und auch er zeigt einen überzeugenden Schutzdienst und ein sehr selbstsicheres Auftreten. Katalognummer 3072. Max Duvalia an Sie.
Praxis, ein Rüde aus französischer Zucht, hingezüchtet auf Remo und Vegas. Bei 5 Messungen hat er eine Durchschnittsgröße von 64,5, Zuchtwert 103. Beide Eltern wurden in Deutschland gezogen, sind beides VA-Eltern. Über seine Mutter ist er bestens abgesichert. Max wurde bei mir zweimal ausgestellt. So, der Viertplatzierte im Bunde ist die Katalognummer. Da ist der dänische Fanblock, denn Hilton ist aus dänischer Zucht, auch er ist auf Jacques Frankengold hingezüchtet. Bei 8 Messungen hat der Hilton eine Durchschnittsgröße für einen OG-Schau und auf der letzten Landesschau den 40-Jährigen belegen. Er ist im Besitz der IBO 1, ist angekündigt, was ich besonders positiv hervorheben möchte. Hilton hat den Wesenstest absolviert. Auch Hilton steht der deutschen Zucht ab Dezember zur Verfügung. So, der 5-Platzierte ist die Katalognummer 3056, Thiago von der Pistetrofel. Thiago, ein Rüde aus deutscher Zucht, ist auf Bero-Löbertal im Gezüchtchen. Bei 4 Messungen hat Thiago einen Durchschnittswert von 64,1. Wie Sie sehen, die Hunde sind alle unter 65 in absolutem Maße dieser Spitzengruppe. Er ist ein weiterer VA Willi Sohn. Thiago kam spät in die Saison, erst auf der letzten Landesschau konnte er SG3 belegen und hat sich danach die letzten 3 Wochen nochmal super weiterentwickelt. Er fällt auf durch sehr korrekte Größe, absolut trocken und fest, sehr harmonisch aufgebaut und er rundet heute diese 5er-Gruppe ab. Auch dazu mein Glückwunsch. Durchsage, ein Mädchen, Anna-Marie Stifter, sucht ihre Eltern. Anna-Marie Stifter sucht ihre Eltern. Sie befindet sich in der Meldestelle.